Heute war in unserer Landeshauptstadt am Rhein super viel los. Hier gab es zum Beispiel Politik zum Anfassen. Der Landtag und das Regierungsviertel hat seine Türen für alle geöffnet. Und auch hier zum WDR in Düsseldorf kamen unglaublich viele Besucherinnen und Besucher. Die durften auch mal bei uns hinter die TV-Kulissen gucken. Und ich muss sagen, so voll habe ich das Funkhaus, aus dem wir hier gerade senden, noch nie erlebt. Letzte Verschönerungen. André Gatzke nimmt die Maus an die Hand, Madeleine Meyer das Mikro in die Hand. Die WDR-Moderatorin begrüßt die ersten Gäste. Türen auf im Funkhaus in der Landeshauptstadt. Es ist total fantastisch. Ich wurde gerade draußen angesprochen, jemand meinte zu mir, oh, es ist so toll, Sie mal persönlich zu treffen. Ich so, für mich ist das genauso toll, Sie mal persönlich zu treffen, weil wir senden ja nicht in ein schwarzes Loch. Das heute ist so wertvoll, die Leute mal zu treffen und in den Austausch zu gehen. Also ich bin ja einfach happy, hier zu sein. Also ich finde es schön, dass man mit den Menschen wirklich auch reden kann, dass die nicht einfach nur so im Fernsehen sind, dass das ganz normale Menschen sind, dass sie wirklich so freundlich sind, wie sie auch rüberkommen im Fernsehen. Auch unsere Lokalzeit am Samstag-Moderatorin verteilt fleißig Autogramme. Miriam Lange kennen viele Leute auch von Hier und Heute. Ein Foto mit ihr für treue Zuschauerinnen und Zuschauer. WDR und ZDF gemeinsam Gastgeber. Heißt nicht nur Tag des offenen Studios, die Radio- und Fernsehstudios sind auch wirklich offen. Beim ZDF zum Beispiel bei Volle Kanne. Moderator Florian Weiß erzählt von Licht-, Ton-, Kameratechnik und aus dem Nähkästchen. Das, was, glaube ich, immer kommt, wenn man zum ersten Mal in einem Fernsehstudio läuft, von Leuten, die nicht in diesem Beruf arbeiten, ist, oh, das habe ich mir aber größer vorgestellt. Ich weiß nicht, weil Fernsehen macht anscheinend alles größer. Leider auch Moderatorinnen und Moderatoren. Sowohl in die Höhe als auch in die Breite. Bei mir ist oft die Reaktion, oh, sie hätte ich mir aber auch größer vorgestellt. Apropos, vorgestellt hat sich heute auch Elias Suri, vor einer der Kameras, die sonst auf den Übertragungswagen im Land unterwegs sind. Der Elfjährige ist mit seiner Familie aus Bochum gekommen und ergreift gleich Mikro und Gelegenheit. Weil ich viele Tiere von der Maus habe, also wie soll ich sagen, ich habe einmal den Elefanten, die Maus und noch die Ente, also ich mag die schon sehr. Ich höre mir nämlich auch jeden Morgen die Mausfrage an, bei WDR 2. Von WDR 2 zur Lokalzeit, vom Zuhören zum Fernsehen. Blick ins Studio, aus dem auch Westpol kommt. Gisela Krupper hatte vorher gar keine Vorstellung, wie so ein Studio aussieht. Ich bin sehr überrascht darüber, weil die Studios sind sehr, sehr schön aufgebaut. Und gleich nebenan gibt es noch etwas, was bisher nur wenige gesehen haben. Das Studio für die Mordorte. So heißt das True-Crime-Format der Lokalzeit. Hier geht es um spektakuläre Kriminalfälle in Nordrhein-Westfalen. Draußen ist es lebendiger. Hier warten Familien mit ihren Kindern, ist dir klar, auf wen. Die Kinder wollten unbedingt die Maus sehen. Die Maus ist super. Findet sogar der Kleine schon gut. Die Größeren auch. Selbst die ganz Großen. Die Maus nicht nur in 2D im TV, sondern in 3D zum Anfassen und zum Mittanzen. So geht Funkhausfest für die ganze Familie. Applaus für euch und die Maus! Hat auch wirklich Spaß gemacht.